Ich habe aufgehört zu zählen. Hallo? Bist du's? Es tut mir leid, warte mal 10 Minuten, dann ist er wieder weg. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe mir eine SMS geschickt. Schade, dass du mir so fremd geworden bist. Kannst du kommen? Rest ist noch da, mein Sohn hat nichts angerührt. Nein, klar, es ist zu weit. Ja. Ich habe meinem Sohn so auf die Chloroform gegeben. Nein, nicht mehr, nein, es ist ganz still. Ich brauche auch mal Ruhe, nur einen Moment. Was? Aber du hast dich mal von dir. Nein, ich war das nicht. Das kannst du nicht vorbeikommen, ich einen Moment zu überlegen. Oh, groß ist es. Nein, es ist zu weit, klar, ja. Ja. Das Radio gehört. 289 Unfälle. So lang draußen. Hört mich auf zu schneien. Wenn ich aus dem Fenster gucke, denke ich, ich bin in den Alpen. Die Hochhäuser sehen aus wie Berge. Überall Schnee. Leg dich doch mal einen Moment zu mir. Was willst du? Bitte. Hier sind kein Paar. Nein. Wir werden doch nicht hier eins. Nein. Was willst du? Halt mich fest. Bitte. Nein. Bitte. Okay, aber es bedeutet nichts. Nein, keine Angst. Sag es. Los, sag es. Es bedeutet nichts. Gar nichts. Es bedeutet absolut nichts. Gut. Ich war ganz allein im Flugzeug, niemand außer mir. Und der Pilot und ein Stewardess. Ich wollte immer mit mir spielen. Aber ich wollte nicht. Im Flugzeug will ich meine Ruhe. Liebst du deinen Papa? Ich kenne ihn nicht so gut. Aha. Aber er gibt sich Mühe. Aber er hat dich doch vergessen. Hat sicher einen Grund dafür. Papa vergisst mich nur, wenn etwas wirklich Wichtiges dazwischen kommt. Sonst ist er immer da. Vielleicht mag er dich nicht so gerne. Kann ja sein, oder? Vielleicht gefällst du ihm nicht so gut. Papa! Der kommt nicht mehr. Lass uns gehen. Aber das bedeutet nichts. Was? Das bedeutet nichts. Ich kann nicht! Ich gehe da nicht raus! Ich nicht lebend! Ich... Rufen Sie einfach irgendjemanden an! Irgendwen! Egal wen! Ich kenne niemanden! Das glaube ich Ihnen nicht! Was machen Sie denn da? Ich spiegele Sie. Vielleicht hilft das ja. Bitte, kann ich nicht bleiben? Ich mache auch nichts. Ich liege hier nur, mehr nicht. Ich will nur atmen. Ja, ich atme nur. Was soll ich denn da draußen suchen? Da ist doch nichts. Nur Kranke und Verletzte. Da will ich nicht hin. Die ganze Stadt ist voll mit diesen Leichen und niemand kommt weg. Die sind nicht tot. Die sehen nur so aus. Die können Sie ruhig ansprechen, wirklich. Die antworten sogar, meistens jedenfalls. Jetzt kannst du gar nichts mehr sagen, was? Jetzt bist du ganz still und guckst nur. Weißt du, ich kann lieben. Du musst mir nur endlich mal eine Chance geben. Ich will es auch. Weißt du, wenn man liebt, dann wird man eins. Der andere wird ein Teil von einem. Du wirst ein Teil von mir. Wir beide werden jetzt eins. Hm?
Du wolltest doch arschig behandelt werden. Das hast du doch in deinem Profil geschrieben. Mit Zwang geht vieles. Hast du doch, oder? Ja, das mache ich doch jetzt auch, oder? Du hast das bekommen, was du dir gewünscht hast. Hast du doch, oder? Siehst du, das ist Weihnachten. Jeder bekommt das, was er sich wünscht. Hast du jetzt noch eine Bitte, noch einen Wunsch? Nein, 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 du musst doch jetzt sagen, schlaf mit mir, küss mich, fass mich an, liebe mich, sei da, wenn ich dich brauche. Du müsstest doch jetzt ganz glücklich sein, oder? Liebst du mich? Bist du jetzt mein Freund? Bleibst du da, wenn ich dich jetzt losbinde? Weißt du, ich kann nicht schon wieder alleine sein heute Nacht. Das geht nicht. Verstehst du das? Verstehst du nicht? Verstehst du überhaupt nicht? Das ist doch gar nicht so schwer zu verstehen. Wenn man etwas geschenkt bekommt, wie du jetzt, dann behält man das. Dann wirft man das nicht einfach weg. Verstehst du? Das ist doch ganz einfach zu verstehen. Bist du jetzt schon ich geworden? Siehst du die Welt jetzt durch meine Augen? Komm, sing was, sing etwas für mich. Komm. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschlagen? Schön.